Ja, genau. Google Street View. Wo hast du es gefunden? Google. In welchem Gebiet war das jetzt? In New York? Kalifornien. Ah. Doch nicht in Little Italy. Auf jeden Fall. Ist jetzt sie im Chat drin, die Laura, oder was? Nö. Warum sind da zwei weitere? Ich und du. Ich und Masse. Und nur das Kuh. Hier sind aber vier Teilnehmer. Ja, wie Laura heißt? Ist noch in der Gruppe drin, aber ist nicht im Gespräch mit dabei. War noch kein Wettbewerb. Das ist dümmste Gespräch. Du musst noch die Robin hinzufügen. Der nimmt nicht ab. Du kennst doch Robin. Nein. Ich kenne ihn nicht. Woher? eBay. Nee. Ey, ist okay, wenn ich so eine Serie auf YouTube starte, die dümmsten Skype-Gespräche. So jeden Tag 10 Minuten. Okay, dann in Ordnung. Kannst du wieder machen, so, hi, hier ist wieder euer Dragon Guy. Junge, halt die Schnauze. Ja, so, was? Ich wiederhole mich mal, buchstabiere bitte Intelligenz. Ja, das kann ich. INTELLIGENZ. Hä? Christian, das ist richtig. Weiß ich nicht. Weil ich dachte halt auch meine nicht, Stärken. Was guckst du dafür? Oh Mann, keine Ahnung. Das wird man dann noch sehen, ob es richtig war oder nicht. Ja, in Rechtschreibung ist gut. Okay, dann buchstabier bitte mal Suizid. Stimmt, Suizid. Ja. Das ist mir stehen geblieben, genau. Das habe ich aber noch nie auf schwarz auf weiß gelesen, irgendwie. Auf schwarz auf weiß. Dann gib mal in Google ein, Suizid. Ja, nee, dann weiß ich ja, wie man schreibt. Alles klar. Du sollst die Bedeutung lernen, Junge. Suizid bedeutet Selbstmord gefährdet. Kann es ja nur eine O sein. Warte mal, René, erklär es ihm am besten noch so vorhin mit der Polizei und dem Brandschienen. Erklär es ihm mal nochmal so wie vorhin. Was denn? Ja, mit dem Bahnschienen und dem... Was Suizid ist. Die Bedeutung ist. Suizid ist ungefähr, als würde ich... Hock dich mal auf die Gleisen, lass dich mal von den Bullen abführen. Und dann später mal angucken, was in der Akte dann steht. Warte mal. Das kann er doch gar nicht beantworten, wenn er doch... Das habe ich jetzt immer kapiert. Ich soll mich auf die Gleise setzen und mich dann von den Bullen abholen lassen, dass ich dann sehen kann, was in den Akten steht. Genau. Hä? wenn ich mich auf die Gleise setze und mich die Bullen sehen, dann machen die doch nichts. Nee, die lasse ich hocken, bis der nächste Zug kommt, genau. Ja, das ist aber ehrlich so bei uns. Das ist doch denen egal. Ja, eigentlich schon, bei uns sind ja überall Gleise. Mein Problem, ob ich mich auf die Gleise hocke. Aber du kapierst nicht. Wer stehen, was in deine Todesakte drin steht? Ist das irgendwie neu, dass die dann irgendwie sagen, ey, runter da? Hock dir best auf so eine ICE-Schnelltrasse da. Ey! Marcel, kennst du die härteste Droge auf der Welt? Nee, ich hab mit Drogen nix, Das ist der Bahnhof, ey, Zug und du bist weg. Ey? Ich hab es glaubt, du sagst, die härteste Droge der Welt ist die Dummheit. Nein. Aber, eine Droge... Die härteste Droge auf der Welt ist der Bahnhof. Ein Zug und du bist weg. Das kann gar nicht sein, weil... Du bist so blöd. Ja, nicht drogisch, aber was man dauerhaft macht, und wenn man, da ist. Was hat das alles nicht wirklich gesagt, oder? Doch, das ergibt doch gar keinen Sinn, was du sagst.
Oh Mann, ey. Diese Droge, Marcel, diese Droge ist so gefährlich, dass man sogar sterben kann. Ja, aber guck mal, eine Droge ist doch was Dauerhaftes. Eine Droge ist doch nicht was Einmaliges. Ja, vergiss es. Guck mal, wenn ich jetzt zum Beispiel zock, angenommen, ja, und ich das jetzt jeden Tag zock, was weiß ich, wie viele Stunden lang, dann mache ich das, dann bin ich doch noch einmal nicht süchtig. Und wenn ich das einmal mache, in dem Fall, was du gerade gesagt hast, bin ich ja tot, dann kann ich es ja gar nicht mehr machen. Dann ist das eine Droge. Headshot. Gibst du gerade einen Headshot? Oh, ey, bitte. Aber. Ich heule schon, weil es so dumm ist. Aber. Es grenzt an Intelligenz. Junge, du hast einen Intelligenzquotient von 16, der Keks hat 18. Geht gar nicht, weil du Keks nicht immer noch was sagen kannst. Alter, du hast sogar ein getrocknetes Brot, ist sogar heller als du. Kommt drauf an, was für eine Sorte von Brot. Junge, du bist so hell wie ein Schoppen dunkel. Ja, also gibt ja keinen Sinn. Nee, dann wär ich ein Neger. Oh Mann. Deine Intelligenzquotient ist so groß wie eine leere Badewanne. Eine leere Badewanne? Ey, das wird aber. Marcel, du tragst Vakuumbehälter auf dem Hals. Nee, ich trage eigentlich nur ab und zu eine Kette um den Hals, aber sonst nichts. Oh, was? Oh Mann, die Dumme, die klatscht einen richtig weg, ey. Marcel, ein kleines Rätsel für dich. Ein Hahn steht auf dem Dach und legt ein Ei. Welche Seite fällt's runter? Links oder rechts? Chris, sei ruhig. Auf die Mitte vom Dach. Genau. Weil ja Hähne auch Eier legen, gell? Eigentlich nirgends, weil es ja genau in der Mitte. Ja, du hast gerade gesagt! Oh Mann! Ja, wenn es rechtsbündig wird, es rechts runterfallen, wenn es linksbündig wird, es links runterfallen. Ja, die Antwort doch schon gesagt. Echt jetzt? Hä? Marcel, Hähne legen keine Eier. Hähne sind männlich. Ach so. Aber bei Elfen ist so, dass die Männer die Kinder kriegen. Das kann letztens bei Cosmo und Wanda, da der Cosmos Kind, der Cosmo. Ja, ich bin 18 und guckst Cosmo oder Cosmo und Wanda. Natürlich, das ist witzig. Jetzt weiß ich auch, was der Intelligenzquotient du auch hast. Ich weiß nicht mehr, was ein Quotient ist, aber. Entweder du bist absichtlich so dumm oder du bist so dumm. Ich bin so dumm. Das glaube ich eher. Oh Mann. Ja. Bitte postet den sein Name bei YouTube. Ganz dick und breit, sollt ihn adden, der kann amüsante Gespräche führen. Addet ihn bei Skype, dann fühlt ihr euch wirklich intelligenter als er. Und sag ich mal, yo.